So. 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 Oder so kann eine Uhr von Tobi aussehen. In diesem Video stelle ich dir das unglaublich abwechslungsreiche Portfolio von Tobi vor und versuche dir, die Marke etwas näher zu bringen. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Bei meinem Kanal geht es um deutsche Uhrenmarken und dass du meinen Kanal gefunden hast und immer noch dabei bist, zeigt mir, dass dich das auch interessiert. Falls noch nicht geschehen, lass doch gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke und du verpasst keines meiner zukünftigen Videos. In diesem Video zeige ich dir die Marke Tobi mit ihrem unglaublich abwechslungsreichen Portfolio. Ich werde hier im ganzen Video einzelne Uhren aus dem Portfolio zeigen. Bemerkenswert finde ich, dass es die Uhren in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten gibt, sowohl was das Ziffernblatt betrifft, als auch die Größe. Ganz viele Uhren gibt es in Größen von 40, 43 und 45 mm, teilweise auch noch 42 mm. Sehr, sehr abwechslungsreich und wirklich ganz, ganz weit gefächert. Hinzu gibt es auch noch eine ganze Reihe von Varianten, was das Werk und was Verzierung betrifft. Kann ich nicht alles zeigen. Ich lege jedem die Webseite von Tobi ans Herz, Link unten in der Videobeschreibung. Und was mir so gefallen hat und was ich auch glaube, was den Umfang am besten abdeckt, zeige ich euch in loser Bildfolge hier neben mir im Video. Zur Marke selber. Die Marke ist relativ jung. Im Jahre 2004 entstand die Idee, die Marke zu gründen. Der Gründer Erdal Yildiz war inspiriert durch die Taschenuhren seines Großvaters und wollte gerne selber Uhren machen und hat dann erste Kontakte aufgenommen zur Uhrenindustrie, hat Ideen entwickelt und 2007 ging es dann los, konsequenterweise überwiegend mit Unitas-Werken und sehr, sehr klassisch aussehenden Uhren. Es hat sich relativ schnell gezeigt, dass die Marke qualitativ gute Uhren baut und auch von der Kundschaft sehr gut angenommen wird. Ein Hauptabsatzmarkt ist bis heute die USA, erstaunlicherweise. 2010 kam das erste Automatikmodell, bis dahin waren es überwiegend Taschenuhrenwerke mit Handaufzug und 2011 gab es die erste Taucheruhr. Ich habe immer gedanklich die Uhr Lawless gelesen, wie L-A-W-L-E-S-S, aber der Gründer selber bezeichnet die Uhr als Loveless und darum werde ich mich bemühen, auch diese Sprechweise zu übernehmen und auch in diesem und folgenden Videos die Uhr Loveless zu bezeichnen und nicht Lawless, wie ich es immer für mich getan habe. 2013 hat Tobi einen ausgesprochen interessanten Auftrag bekommen von der US Navy, um eine limitierte Serie für die US-Kampfpiloten aufzulegen. Klingt ein bisschen nach Top Gun. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass die US Navy bei einem jungen und vergleichsweise kleinen Hersteller wie Tobi aus Hagen in Westfalen einkauft. Seit 2014 habe ich von dem Erdal Yildiz gehört, fokussiert sich Tobi zunehmend mehr darauf, eigene Uhrwerke zu entwickeln, möchte also Richtung Manufaktur gehen, einen sehr hohen Detaillierungsgrad und einen sehr hohen Grad an Made in Germany bietet die Firma heute schon, ein Inhouse-Werk, ein Manufakturwerk, wäre da natürlich das Tüpfelchen auf dem i und ich bin sehr gespannt, was in dieser Richtung noch kommt. 2020 ist Tobi ausgezeichnet worden für die Old Military. Das Bild zeige ich euch hoffentlich genau jetzt hier. Eine Uhr, die mich total fasziniert und von der ich hoffe, sie euch auch bald einmal in einem Video zeigen zu können. Ich war überrascht, wie unglaublich umfangreich das Portfolio von Tobi ist, insbesondere weil ein schnelles Wachstum, sei es schnelles Wachstum in puncto Umsatzzahlen oder auch in Portfolioerweiterung, sehr oft mit dem Risiko einhergeht, dass die Qualität leidet. Bei Tobi ist das in keinster Weise der Fall. Ich habe in mehreren Foren gelesen, habe mit Sammlerfreunden gesprochen. Tobi hat einen wirklich exzellenten Ruf, sowohl was die Qualität der Uhren bei Auslieferung betrifft, als auch den Service nach dem Verkauf. Ich finde das bemerkenswert, denn wenn ihr einmal auf die Webseite
schaut oder euch auch die Bilder hier in Erinnerung ruft. Es ist wirklich ein ganz, ganz breit gefächertes Portfolio für eine relativ junge Marke aus Hagen in Westfalen. Das ringt mir Respekt ab. Ich finde das klasse. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt der Kontakt wirklich zustande gekommen ist und ich einige Uhren habe, die ich euch im Detail vorstellen kann. Ein paar habt ihr schon gesehen, vielleicht ist noch eine Überraschung dabei. Ich freue mich drauf, sie euch zeigen zu können und bin sehr gespannt, was ihr jetzt schon und auch in Zukunft über Tobi sagt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.